Was erwartet uns nach dem Tod? Was sind die wahren Konsequenzen der Ablehnung Gottes und des Lebens in Sünde? Viele Menschen leben in der Überzeugung, dass das Leben nach dem Tod nur ein unbekannter Raum ist und die Hölle nur eine Metapher. Aber was, wenn die Hölle die Realität ist und die Verdammnis etwas ist, das man fühlen, sehen und erleben kann? In dem Film, den du gleich sehen wirst, zitieren wir das erschütternde Zeugnis einer Seele, die durch die Tore der Verdammnis gegangen ist. Dies ist keine gewöhnliche Erzählung. Es ist ein Bericht aus einem Ort, den viele als Fantasie betrachten, der jedoch eine erschreckende Realität sein könnte. Diese Seele, für die Ewigkeit verdammt, beschreibt ihr Leiden, den Hass auf Gott, den sie erlebte, und die ewige Ablehnung der Gnade, die nach dem Tod eintrat. Es ist ein Zeugnis voller Schmerz, Hoffnungslosigkeit und Trauer, das uns an die tragischen Folgen der Sünde und die Bedeutung der göttlichen Barmherzigkeit erinnern soll. Unter den Aufzeichnungen, die von der jungen Nonne Clara hinterlassen wurden, fand man etwas, das diejenigen erschütterte, die die Gelegenheit hatten, ihr Zeugnis zu lesen. Der Bericht, den du gleich lesen wirst, ist eine eindringliche Erzählung über das Erlebnis einer Seele, die nach dem Tod etwas durchlebte, das man als ein Treffen mit der Realität der ewigen Verdammnis bezeichnen könnte. Clara, die Zeugin außergewöhnlicher Ereignisse, teilt mit uns die Details eines erschreckenden Traums, in dem sie einen Brief von ihrer alten Freundin Anna erhielt, die bei einem tragischen Unfall ums Leben kam. Der Brief, obwohl nicht unterschrieben, war eindeutig von ihr. Dies verblüffte Clara zutiefst, da er Worte voller Verzweiflung, Trauer und Ablehnung enthielt. Anna, eine Person, die Clara aus der Arbeit kannte, war nicht besonders religiös und ihr plötzlicher Tod löste in Clara tiefes Unbehagen aus. In dem Brief, der Teil ihres Traums wurde, übermittelte Anna einen erschütternden Bericht, dessen Bedeutung und Inhalt dich dazu anregen werden, über dein eigenes Leben, deinen Glauben und dein Heil nachzudenken. Der Brief: Clara, bitte bete nicht für mich. Ich bin verdammt. Ich schreibe dir, obwohl mich keine Gefühle oder Reue leiten. Hier in der Hölle gibt es keinen Platz für Liebe. Ich muss das tun, weil ich dazu gezwungen wurde. Ich bin nur ein Teil jener Kraft, die, obwohl sie immer das Böse will, immer das Gute bewirkt. Wenn ich könnte, würde ich dich hierher bringen, damit auch du für immer an diesem Ort verdammt wirst, an dem ich jetzt bin. Dieser Wunsch ist natürlich. Wir alle hier empfinden das Gleiche. Unsere Seelen sind verhärtet, eingefroren in einem Zustand, den ihr als das Böse bezeichnet. Eine Warnung an uns alle. Claras Zeugnis ist nicht nur eine tragische Erzählung über das Schicksal einer verdammten Seele. Es ist auch eine Mahnung, über unsere Beziehung zu Gott nachzudenken. Die Hölle ist keine Fiktion, sondern eine Realität, die jene erwartet, die sich in ihrem Leben von Gott abwenden und seine Liebe ablehnen. Jeder Tag ist ein Geschenk. Jede unserer Handlungen, Gedanken und Entscheidungen kann uns entweder Gott näher bringen oder für immer von ihm entfernen. Annas Geschichte ruft uns dazu auf, uns auf das endgültige Treffen mit Gott vorzubereiten. Es geht nicht nur um äußerliche Religiosität, ob wir in die Kirche gehen oder Gebete sprechen. Es geht um die tief verwurzelte Haltung unseres Herzens, die Bereitschaft zur Reue und die Offenheit für Gottes Gnade. Der Tod gibt keine Zeit mehr zur Vorbereitung. Was wir heute tun, entscheidet über unsere Ewigkeit.